Das Klonen beschäftigt uns schon seit langer Zeit. Forscher träumen davon, Duplikate von Menschen, Tieren und Pflanzen herzustellen. Aber was ist überhaupt Klonen? Wie wurde das Schaf Dolly geklont? Und kann man einen Ausblick in die Zukunft wagen? Begebt euch mit uns auf die Spurensuche in diesem Video. Unter Klonen versteht man das Erzeugen von genetisch identischen Duplikaten, also Kopien eines Lebewesens. Dabei ist es egal, ob man von Menschen oder von Tieren spricht. Eineiige Zwillinge zählen zum Beispiel zu den natürlichen Klonen, da sie auf natürliche Art und Weise entstanden sind und nicht im Reagenzglas. Wenn Forscher Tiere klonen wollen, dann weil sie die guten und nützlichen Eigenschaften vermehren und die schlechten ausgrenzen wollen. Das typische Beispiel für ein geklontes Tier ist das Schaf Dolly. Ja, und hier kann man wie folgt vorgehen: Dem Spenderschaf, dem wird eine Körperzelle entnommen. Der Kern, der die Erbinformation enthält, wird herausgelöst und in eine zweite, leere Eizelle eines zweiten Schafes eingefügt. Dann beginnt der Prozess der Zellteilung. Der dann entstandene Embryo wird nun in die Gebärmutter der Leihmutter eingeführt. Tja, und dann trägt die Mutter das Kind aus, als wäre es ihres. Und das geborene Lamm wird Dolly genannt. Es wurden zwar bereits viele Klonversuche und Forschungen vorgenommen, jedoch ist die allgemeine Technik des Klonens noch ziemlich entwicklungsbedürftig. Viele Probleme geben den Wissenschaftlern noch Rätsel auf, weil zum Beispiel viele geklonte Tiere noch im Mutterleib oder direkt nach der Geburt sterben. Bei Dolly haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass das Erbgut dem von alten Schafen entspricht und Dolly daher nicht lange leben würde. Auch litt Dolly unter Übergewicht und Arthritis, sodass es mit 6 Jahren eingeschläfert werden musste. Ja, normalerweise wären Schafe im Schnitt ja 12 Jahre alt. Bei anderen Klonversuchen konnte man feststellen, dass bestimmte Erbinformationen beim Klonen nicht umprogrammiert würden oder dass es zu Fehlbildungen bei Lunge oder anderen Organen kommt. Mittlerweile geht China zum Beispiel so weit, dass jährlich über hunderttausende Rinder klonen und mit der Massenproduktion von geklonten Nutztieren starten wollen. Das hört sich doch ziemlich schräg und möglicherweise auch schrecklich an, oder? Was meint ihr dazu? Ist das Klonen von Nutztieren wie Rindern erlaubt und sollte gefördert werden? Oder verurteilt ihr das Klonen? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns wie immer über einen Daumen rauf und euer Abo. Und hier links, dort kommt ihr zum nächsten Video über die Stammzellenforschung. Darunter findet ihr die gesamte Gentechnik-Playlist. Alle Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Und damit gerne bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.